Hi, hier ist Matthias von der Praxis Family und heute geht es um die Kälte. Die Kälte ist gesund, wer hätte es gedacht? Ja, in aller Munde ist gerade so das englische Wort Biohacking. Einige kennen schon, manche vielleicht noch nicht. Biohacking bedeutet die Optimierung des eigenen Körpers in einer natürlichen Weise, also zu entdecken, mit welchen Methoden oder mit welchen Maßnahmen man den Körper optimiert in seiner Funktion, sodass er langlebiger wird, gesünder wird und auf natürliche Weise stabil wird. Und eines dieser Biohacking-Methoden ist die Kälte. Und sich der Kälte auszusetzen. Es passieren dort sehr, sehr erstaunliche Prozesse im Körper. Sich der Kälte aussetzen bedeutet, oder das Ganze fängt an mit kaltem Wasser, das man trinkt, oder sich das Gesicht mit kaltem Wasser wäscht, bis hin zum kalten Duschen und kalten Baden. Wir sprechen da gleich noch genauer drüber, aber das ist damit gemeint. Und was da passiert im Körper ist wunderbar. Also zum einen ist es so, das ist so der wichtigste Aspekt eigentlich, dass das mTOR reguliert wird. mTOR ist ein Enzym und dieses Enzym hat eine ganz wichtige Masterfunktion oder Steuerfunktion in unserem Organismus. Wenn es zu viel ist, dann sorgt es dafür, dass sich Krebs entwickeln kann und die Degeneration des Körpers schneller läuft. Wenn es in den Mangel geht, also wenn es wenig da ist, reduziert ist, dann regt dieser Mangel, diese Hemmung von mTOR, regt quasi die Autophagie an. Das ist das, was auch beim Fasten passiert. Und das passiert auch, wenn ich den Körper regelmäßig der Kälte aussetze. Und das ist großartig, weil damit kann ich es schaffen, über einen langen Zeitraum hinweg diese Krebsneigung, die durch mTOR induziert wird, zu reduzieren. Und das ist etwas, was für die Langlebigkeit des Körpers einfach erstaunlich gut wirkt. Das zweite ist, was großartig ist, ist, dass ich durch den Kältereiz das Fettgewebe angehe. Auf verschiedene Weise. Zum einen ist es so, dass sehr viele Enzyme produziert werden oder angeregt werden, die fettverbrennend wirken. Und zum zweiten ist es so, dass sich das Fett umwandelt von weißem Fett, Speicherfett, zu braunem Fett. Das ist das Fett, das Wärme herstellt und das auch wieder mehr Energie verbraucht. Das heißt, diese Variante, an das Fett ranzugehen, ist sehr interessant, ist sehr klug und wirkt fast so gut wie regelmäßiger Sport, spannenderweise. Also die Sportmuffel unter euch haben die Möglichkeit, durch die Kälte dann den Sport zu umgehen. Dann ist es sehr gut fürs Kreislaufsystem, fürs Herz-Kreislauf-System. Gibt es sogar Nachweise, die zeigen, dass es da bis zu 20% Verbesserung gibt von Herz-Kreislauf-Problemen. Es wirkt sehr gut fürs Immunsystem, das ist bekannt. Dann regt das Ganze die Hormone an, die Nebennierenfunktion wird angeregt dadurch, die Schilddrüsenfunktion wird angeregt, die sexuelle Leistungsfähigkeit wird gesteigert und die Fruchtbarkeit wird gesteigert. Also das ist auch großartig durch den Kältereiz. Also es sind sehr viele tolle Effekte für den eigenen Körper. Wie mache ich das jetzt? Wie gehe ich daran? Also die Mutigen unter euch können gleich mit dem Duschen anfangen. Diejenigen, die vorsichtiger sein wollen, erstmal bitte kaltes Wasser trinken. Richtig kaltes Wasser mit Eiswürfeln trinken. Und wenn es dann zu einem Schmerz kommt im Kopf, zu diesem Eiskopfschmerz, Eiskopfweh kennt man das vielleicht, dann heißt es, es ist zu viel Omega-6-Säure im Körper und zu wenig Omega-3-Säure. Und dann kann man die Omega-3-Säure steigern. Am besten steigert man Omega-3-Säure mit Leinsamen oder Chiasamen. Einfach so 2 Esslöffel Leinsamen täglich geschrotet essen oder Chiasamen, den muss man nicht unbedingt schroten. Und dann steigert man langsam das Omega-3 und gleichzeitig die Omega-6-Quellen ein bisschen ausschalten. Dazu gehören die ganzen tierischen Lebensmittel, aber vor allen Dingen wichtig, so Nüsse und Saaten nicht zu viel essen, weil da ist sehr viel Omega-6 drin. Omega-6 schürt auch die Entzündungen und Omega-3 ist eher so anti-entzündlich. Das heißt, wenn das Verhältnis gekippt ist, dann spürt man diesen Eiskopfweh. Wenn das nicht der Fall ist, wenn das alles okay ist, kann man anfangen mit kalten Gesichtsbädern. Das heißt, quasi kaltes Wasser ins Waschbecken laufen lassen oder in einen Behälter und das Gesicht reingeben. So lange, bis man wieder Luft braucht und das immer wieder machen, immer wieder machen. Die Haut sollte schön rosa bleiben. Und das kann man die ganze Zeit wiederholen. Man kann auch Eiswürfel in das Wasser noch reingeben, sodass es richtig schön einen Kältereiz gibt. Wenn das okay ist, dann kann man mit dem Duschen beginnen. Ruhig erstmal warm duschen, das ist okay. Und dann aber umstellen auf kalt
und dann unter der kalten Dusche bleiben, solange wie ihr das gut mögt und aushaltet. Es gibt so die Regel bei der ganzen Kältetherapie, wenn man anfängt zu schlottern, ist es optimal. Also wenn man so richtig dann anfängt zu zittern, das heißt der Körper nimmt die Muskelfunktionen dazu, um Wärme zu erzeugen, dann ist es optimal. Das Schöne ist beim Zittern, es sorgt dafür, dass ihr Kalorien verbrennt ohne Ende, also auch wieder wie Sport. Und wenn ihr merkt, das Duschen ist okay, das funktioniert gut, dann könnt ihr den nächsten großen Schritt machen, da geht es ums kalte Baden. Das heißt, lasst einfach eine Badewanne ein mit kaltem Wasser. Setzt euch da rein. Überlebt den ersten Schock langsam, die Herzrate wird sich steigern, ihr werdet merken, dass ihr flacher atmet, aber irgendwann beruhigt sich das System und es ist so, als wäre es ganz normal. Und dann da drin bleiben, solange bis ihr wieder das Zittern anfangt, dann ist es okay, dann könnt ihr raus. Wenn ihr irgendwann resistenter werdet, dann könnt ihr das Ganze noch steigern, indem ihr Eiswürfel ins Wasser reingebt und dann wird das Ganze nochmal interessanter. Die Gesamtwassertemperatur sollte allerdings nicht unter 10 Grad gehen. Da wird es dann gefährlich für die Blutgefäße. Da braucht man dann speziellere Kleidung oder so. Also, dass die Kapillaren dann einfach nicht kaputt gehen und zerstört werden. Und ja, für diejenigen, die die Möglichkeit haben, ist natürlich super genial, wenn ihr Gewässer in der Nähe habt. Also Seen oder Flüsse, wo ihr reingehen könnt. Oder auch das eigene Schwimmbad, das ihr für den Sommer habt, dass ihr das vielleicht für den Winter auch aufbereitet. Und einfach draußen im Winter Eisbaden macht in eurem eigenen Wasser. Das ist großartig, wenn ihr sowas machen könnt. Da gilt auch wieder, so lange drin bleiben, bis ihr schlottert. Ihr könnt, wenn ihr schwimmt draußen, könnt ihr unter Umständen was an die Füße anziehen, dass die Füße und die Hände irgendwie warm bleiben, aber das ist nicht unbedingt nötig. Und so habt ihr die Möglichkeit, optimal vom Kältereiz zu profitieren. Wie diejenigen von euch, die das noch mehr in den Alltag einbauen möchten, haben auch die Chance, jetzt gerade im Winter oder wenn es kälter wird, einfach mal die dicke Jacke nicht anzuziehen, eine dünnere Jacke anzuziehen oder vielleicht auch mal im T-Shirt rauszugehen, auch wieder so lange, bis man das Zittern anfängt und dann wieder warm einpacken. Dann hat man immer wieder die Möglichkeit, sich dem Kältereiz auszusetzen. Eine großartige und ganz einfache Methode, die natürlich ein bisschen Überwindung kostet, aber ihr lasst euch gesagt sein, wenn ihr einmal damit angefangen habt, wollt ihr nie wieder aufhören, denn der Effekt der Frische im Körper, wenn ihr das gemacht habt, gerade morgens, das ist so großartig, das ist ein tolles Gefühl und ich wünsche das jedem von euch. Okay, in dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen, besucht uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook und wenn ihr mögt, kommt auf unsere Website, tragt euch ein für unseren Health Report. Ganz liebe Grüße von mir und von der Praxis Family. Ciao.